Mein Name ist Raul Krauthausen, ich komme aus Berlin und wir machen seit 8 Jahren soziale Projekte in unserem gemeinnützigen Verein Sozialhelden. Mein Name ist André Burkhardt, ich bin freischaffender Architekt aus Düsseldorf und habe mich auf dem Gebiet der barrierefreien Planung und Beratung spezialisiert. Und unser aktuelles Projekt nennt sich Wheelmap. Das ist eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Leute Orte markieren können, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Mich hat das Thema einfach sehr interessiert, die Herangehensweise, wie Wheelmap mit dem Thema Barrierefreiheit umgeht, wie sie das Thema bekannt machen will, in die Öffentlichkeit bringen will. Und wir haben bei der Arbeit an dem Projekt festgestellt, dass ein großes Problem darin besteht, dass viele Architekten in ihrer Ausbildung gar nicht wissen, wie barrierefrei überhaupt gebaut wird. Und dann haben wir uns gesagt, okay, vielleicht können wir da gemeinsam mit Experten versuchen, Vorlesungsreihen und auch Fortbildungen zu entwickeln, um Architekten einfach mal einen Zugang zu dem Thema Barrierefreiheit auf eine moderne Art und Weise zu vermitteln. Also obwohl ich aus dem Internetbereich ja komme, ist es so, dass ich immer ganz stark das Gefühl hatte, dass wenn wir auf Karten, also auf dieser Online-Karte jetzt praktisch erfassen, welche Orte nicht rollstuhlgerecht sind, dann ist das ja einfach nur eine Erfassung des Status quo. Und die Frage, die wir uns immer gestellt haben, ist, wie verhindern wir, dass sowas in Zukunft mehr wird? Und Architekten bauen ja Gebäude, die für Jahrzehnte stehen. Und das heißt, es manifestiert sich ja eine gewisse Nicht-Barrierefreiheit alleine schon, wenn das Gebäude einmal gebaut wurde. Und je früher man eben da ansetzt und die Leute versucht zu sensibilisieren, desto weniger Barrieren wird es auch in Zukunft geben. Und das Thema ist so groß, dass sogar Billigsupermärkte wie Lidl und Aldi Rollatoren verkaufen. Und das Ganze ist nicht nur in Heidelberg, wo vielleicht der Altersdurchschnitt der Bevölkerung hoch ist, sondern das ist in ganz Deutschland. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen. Das ist auch relativ neu, dass wir vielleicht die Dinge dann auch an Orten bekommen, nutzen, einsetzen, die eben nicht unbedingt ein Krankenhaus-Metapher haben, die eben nicht unbedingt Orthopädiehaus bedeuten, Krankenkasse. Weil auch da gibt es jetzt in Schweden sehr interessante Theorien, die sagen, wenn in Zukunft die Menschen immer älter werden und der demografische Wandel betrifft ja fast alle Industrienationen, wenn wir in Zukunft alle älter werden und es immer mehr alte Menschen gibt, dann werden wir an einen Punkt kommen, wo die Mehrheit der Gesellschaft eine Erkrankung oder eine Behinderung hat. Kurzum, Barrierefreiheit geht alle an. Also jung wie alt, Mann wie Frau, behindert wie nicht behindert. Es erleichtert in ganz vielen Punkten uns das Leben. Vor allem dann, wenn man Barrierefreiheit nicht nur auf das Thema Menschen mit Mobilitätseinschränkungen reduziert, also rollstuhlfahrende Menschen, sondern vielleicht auch auf die ganzen anderen Behinderungsarten und Weisen, die es gibt. Dazu gehört sehbehindert, dazu gehört, das ist dieses offizielle Zeichen, lernbehindert, Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen oder lernschwache Menschen. Dann gibt es natürlich Kinderwagen, das ist keine Behinderung, aber es die Barrieren im Alltag behindern meinen freien Zugang zu bestimmten Orten, wenn ich einen Kinderwagen benutze. Natürlich rollstuhlfahrende Menschen, blinde Menschen und aber auch gehörlose Menschen oder Menschen mit Hörbehinderungen. Und wir dachten vielleicht zur Einführung in das ganze Thema, auch für euch, weil wir nicht wissen, wie nah ihr in dem Thema seid, haben wir Behinderungen mitgebracht. Also nicht nur mich, sondern wir haben auch zwei Faltrollstühle von Otto Bock mitgebracht. Und dann verschiedene Brillen zum Thema Sehbehinderung. Versucht also ruhig einfach Alltagssituationen mal für euch nachzuempfinden im Rollstuhl eben mit der Simulationsbrille. Und dann hören wir nachher mal, ja, wie sich das so angefühlt hat. Ja, aber lauf mal richtig schnell. Ja, nicht
Also hier von unten ist eben diese kleine Kugel dran, womit ich eben dann eben auch die taktilen Oberflächen ertasten kann. Und es ist eigentlich immer so, dass Blinde, aber auch eben Sehbehinderte, die den Langstock benutzen, immer so einen gewissen Schwenkkreis haben und sich damit dann eben den Weg ertasten, den sie dann haben. Einfach mal ein bisschen versuchen. Magst du mal nach vorne kommen und erzählen, was du so erlebt hast heute oder was dir aufgefallen ist? Ich habe gehört, du warst beim Bäcker. Also ich habe heute früh, als ich hier reinkam, stand der Rollstuhl da und ich habe ihn gestern nicht ausprobiert und habe gedacht, ich nutze den Tag mal, um einfach zu testen, wie das ist, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und beim Bäcker bin ich eigentlich kaum durch die Tür gekommen. Also, aber war ebenerdig der Bäcker? Nee, da war so eine Schwelle, aber die war schon ein Riesenproblem, weil die Tür dann immer wieder zugefallen ist und die Tür war auch total eng, also man konnte mit dem Ellbogen nicht richtig ausholen und ja, also war schon anstrengend. Glaube ich. Wir möchten beide einfach jetzt mal durch so eine ganze Reihe von guten, aber auch schlechten Beispielen durchgehen und die euch zeigen. Ich werde sicherlich einige Anmerkungen einfach zur Ausführung und auch zu den Normen einfach mal machen. Und Raul wird sicherlich zwischendurch immer mal wieder auch seine Erfahrungen zu diesen Punkten einfach einbringen. Hier haben wir ein Beispiel dann für Wege. Wegebeschaffenheit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Kopfsteinpflaster, Basaltpflaster in allen Varianten. Hier auch das Beispiel aus Berlin. Das ist natürlich eine Riesenerleichterung, wenn ich in der Mitte große Granitplatten habe, wo ein Rollstuhlfahrer dann wirklich bequem herfahren kann, aber eben auch ein Rollatornutzer oder auch jemand, der einfach eben in seiner Gehfähigkeit etwas eingeschränkt ist und seine Beine nicht mehr richtig gut heben kann und mit den Füßen nicht hängen bleibt, der ist natürlich über so eine Pflasterung sehr froh. Das muss jetzt nicht so ein breiter Streifen sein, das sieht man hier auf dem Bild an Raul. Das kann auch einfach nur ein 80 cm breiter, 90 cm breiter Streifen sein. Ich denke, du warst froh, dass du reingekommen bist und mal schauen konntest. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach, wenn es der Denkmalschutz gar nicht zulässt und man gar keine Möglichkeiten findet, so eine Zwischenlösung zu finden. Ich hätte an der Stelle dann wirklich an diese mobile Rampe auch noch einen Handlauf angebracht auf der einen Seite und sie trotzdem mobil gelassen. Das kann natürlich auch für uns, für Architekten, auch eine Lösung sein, dass wir, wenn wir mit dem Denkmalschutz einfach nicht weiterkommen, dass man dann wirklich guckt, dass man sowas ja, immer wieder Zurückbaubares, Wegnehmbares konstruiert. Hier sieht man an der Friedrich-Werderschen-Kirche hier auch in Berlin. Man sieht übrigens, es sind sehr viele Beispiele hier aus Berlin, die ich sogar aus Düsseldorf mitgebracht habe, weil Berlin halt schon wirklich sehr, sehr viel in dem Bereich tut und sehr, sehr, sehr viele Lösungen anbietet, die wirklich gut sind. Das ist schon wirklich vorbildlich an vielen Stellen, wie es gelöst wird. Ich war vor ein paar Tagen am Bode-Museum und das ist ganz interessant, weil da haben die ein System gebaut, wo in der Eichentreppe sich letztendlich ein kleiner Aufzug befindet, der
jetzt irgendwie, dauert ungefähr eine Minute, dieses Video, wo man sieht, wie sich dann praktisch die Treppe zu einer großen Fläche ausdehnt und alles angehoben wird und dann am Ende man ebenerdig reinkommt. Das ist mir als Technik-Nerd irgendwie, ich finde es ganz schön, kostet wahrscheinlich unglaublich viel Geld, ist aber, also man sieht es von außen einfach nicht. Wenn dieser Aufzug nicht verwendet wird, dann sieht es aus wie eine Treppe und man kann dann einfach ganz normal da langfahren. Und irgendwie alle Leute, die es sehen, die haben Spaß dabei. Also der Typ hat Spaß, das zu bedienen. Ich habe mich ja mit dem unterhalten und es war schon ziemlich beeindruckend. Die Leute, die es gesehen haben, dachten so, oh Gott, was geht denn jetzt? Und wenn man da drauf steht, dann man steht im Mittelpunkt. Das ist halt irgendwie auch, du hattest auch Spaß. Ja, ich hatte auch Spaß. und das ist wirklich lustig, weil sowas sieht man nicht alle Tage. Kategorie Treppenlift, das ist ja so das Kategorie Lifter. Das kennt man vielleicht so vielleicht von seinen Urgroßeltern oder Großeltern, die dann vielleicht sowas in ihr Haus eingebaut haben. Das gibt es natürlich auch für öffentliche Gebäude. Ich kenne keinen Rollstuhlfahrer, der diese Dinger mag. Also erstens sind sie nicht besonders schön, sie erinnern einen irgendwie meistens an ein Krankenhaus und letztendlich ist aber das größte Problem, dass man sie nicht selber bedienen kann, das heißt, es muss immer jemand kommen. Beim Bode-Museum ist das kein Problem, weil es ist irgendwie, wie soll ich sagen, es ist ein Museumsbesuch und da hat man sich auch irgendwie auch vorbereitet, aber wenn man jetzt zu einer Behörde will und dann irgendwie, da geht man sowieso nicht gerne hin, ja, dann muss man auch noch da den Pförtner bitten, der auch grummelt und das ist irgendwie alles, das ist eine andere Art von Gefühl einfach. Aber das größte Problem ist einfach die Geschwindigkeit. Und ich habe mich mit mehreren Treppenliftherstellern unterhalten und die meinten, ja natürlich können wir die Dinger schneller bauen, aber wir dürfen nicht. Aufgrund von irgendwelchen rechtlichen Bestimmungen, weil das könnte ja jemand dann beim Rauflaufen, beim Treppe gehen, sich an dem Ding stoßen und wenn das Ding zu schnell ist und was passiert, wenn sich irgendjemand da drin einklemmt und so. Und man muss ja noch rechtzeitig Stopp drücken können. Aber letztendlich ist es ein halber Tagesausflug, wenn man da oben sein will. Spitzenausflugsfahrt, ne? Das ist super. Ist, ja. Ich meine, das ist jetzt hier noch ein relativ harmloses Beispiel. Das ist noch ein relativ harmloses Beispiel. Es gibt im Hamburger Bahnhof, gibt es eins, wenn man von dem alten Teil in den neuen Teil möchte, dann muss man so einen Treppenlift verwenden, der extrem lange dauert. Ich glaube, es dauert eine Viertelstunde, bis man oben und wieder unten ist. Und das Lustige ist, da das um eine Ecke fährt, dieses Ding, im Hamburger Bahnhof, ist es so, dass dann der Typ, der das bedient, dann auf der Hälfte der Strecke den Schlüssel am Anfang rausziehen muss, die Treppe hochgehen muss und am Ende wieder einstecken muss und dann damit es weitergeht. Und das ist einfach so, ist so absurd für alle, ja? Und auch sehr unangenehm. Das heißt, dem Architekten oder auch dem Planer soll nicht vorgeschrieben werden, immer eine Rampe zu bauen oder immer einen Aufzug oder immer diese hässlichen Treppenlifte, sondern einfach nur sich zu überlegen, wie kommen denn Menschen, die eben mit Treppen vielleicht nicht klarkommen, trotzdem rein. Und ob das dann ein Katapult ist, bei dem man sich nicht verletzen kann, dann ist das eine interessante Erfindung. Aber es wäre einfach, es geht um die Kreativität. Und es gibt auch viele Beratungsstellen für solche Fragen, also es gibt das Bundeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit beispielsweise, wo man dann sicherlich auch in Detailfragen dann den einen oder anderen Menschen mit Behinderung irgendwie befragen kann oder Experten zu dem Thema, wenn man sich bei einer Frage nicht ganz sicher ist. Aber ich glaube, der gesunde Menschenverstand hilft da schon auch sehr viel weiter. Und dass wir irgendwann alle davon profitieren, ich denke, das ist ganz entscheidend. Und natürlich diese Kreativität anzuwenden. Aber ich denke, das gehört einfach zusammen. Man braucht keine Angst haben, Barrierefreiheit umzusetzen, sie überhaupt anzufassen, weil die Kosten vielleicht explodieren. Gibt es eigentlich komplette Barrierefreiheit? Also ist das jetzt irgendwie, wenn man, glaubt ihr, dass wenn man alle die Normen einhalten würde, wäre es dann perfekt? Oder ist es nicht eigentlich eher so eine Art Ziel, auf das man immer hinarbeitet?